c'était au tout dernier moment du match, à la 93e, à mes souvenirs. C'était un moment très difficile. Surtout au tout début, j'ai direct senti le mouvement quand ça a fait crack, j'ai senti. Das war für uns auch noch etwas schwierig nachvollziehbar. Wir mussten zuerst mal schauen, wie der Unfall hergegangen war. Der Becci hat mir am Anfang gesagt, dass ich beim Aufstehen plötzlich den Schmerz gespürt habe. Das ist auch ein komisch dunkel. Und darum war es am Anfang schwierig, gerade auf dem Feld die Diagnose so einzugrenzen, weil er hat einfach das Knie nicht mehr recht bewegen. Also es war bei 90 Grad geblieben, also so mehr oder weniger. Es war so, dass er eine Grätsche gemacht hat und mit seinem einen Bein das wirklich sehr stark eigentlich gebeugt hat, haben wir dann im Nachhinein gesehen. Und das hat so einen Druck ins Knie gegeben, der dann zu dieser Verletzung geführt hat. Oui, c'est des moments difficiles, surtout dans la carrière d'un jeune joueur. C'est sûr, au tout début, je redoutais si j'allais revenir au même niveau, en forme. Mais maintenant, je suis positif, on m'a remonté le moral, surtout après ce titre. Maintenant, c'est sûr qu'on peut être que positif et envie de revenir encore plus fort. Sechs Wochen muss er das Bein entlasten, also der nicht voll draufstehen und hat so ein Limiten in der Beweglichkeit des Knie. Also darf nicht mehr als 90 Grad beugen, weil sonst gibt es zu viel Druck auf diese Naht. Und darum sind wir im Moment, am Anfang ist immer die ersten zwei Wochen so die Wundheilung und nachher die Physiotherapie, wo wir muskulär ansprechen, schon versuchen, den muskulären gewissen Aufbau zu machen, was wir können in diesen Ausmässen der Beweglichkeit. Und versuchen natürlich auch in der Mobilität von diesen Grenzen, die wir haben, das Knie zu bewegen und weiter abschwellend. Oui, maintenant j'ai le 16 mai, j'enlève les béquilles et le protège-genou. Et je pense début de saison prochaine, je serai prêt.